Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter. Willkommen zurück zum Ausblick hier auf dem Seekrauts-Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute wollen wir uns um den italienischen Superkapitän kümmern, will ich mal so ausdrücken, ein bisschen spitz. Luigi Sansonetti. Er diente in der Regia Marina. Und zwar im Ersten und Zweiten Weltkrieg und war da Admiral. Er wurde 71, ist 1959 gestorben. Und ja, hatte viele verschiedene Stationen, nahm zum Beispiel am italienisch-türkischen Krieg teil. Im Ersten Weltkrieg hat er am Adria-Kampagne teilgenommen, so ungefähr. Am spanischen Bürgerkrieg hat er mitgemischt, wo die Italiener auch mit dran beteiligt waren, ein Stück weit. Und an vielen Operationen im Mittelmeer. Der Kapitän wird jetzt eben ins Spiel kommen. Und ja, wir wollen uns mal anschauen, wie er genau ins Spiel kommt. Er wird erspielbar sein, und zwar mit dem Update 0810. Und es wird anders sein als vorher, man muss dafür keine Token sammeln, sondern man muss dafür eine Kollektion sammeln. Also eine neue Sammlung wird ins Spiel kommen, bestehend aus 16 Elementen. Die kann ich euch gerade mal kurz einblenden. Das ist diese hier. Und ja, sie wird nur befüllbar sein durch Container des Update-Zyklus 0810. So wie sie das für mich liest, heißt das, dass das nicht übergreifend irgendwie möglich ist, dass ihr den dann noch in anderen, also die Gegenstände der Sammlung noch in anderen Standardcontainern findet, sondern nur in Containern, die in den Direktiven des Updates 0810 zu bekommen sind. Das ist interessant. Ob es da wieder Premium-Kapitän, also Premium-Container geben wird, um diesen Kapitän schneller zu bekommen, um die Sammlung schneller vollständig zu bekommen, da bin ich mal gespannt. Ich vermute mal ja. Aber wie gesagt, ihr müsst 16 Gegenstände zusammensammeln und als Belohnung bekommt ihr dann hier unseren Luigi. Nicht Pizzabäcker, sondern Kapitän. Welche Talente bringt er dann jetzt mit? Zum einen, ja, er hat insgesamt 3 Talente. Die erste Verbesserung ist eine einmalige Erhöhung der Verbrauchsmaterialien nach einer festen Anzahl von Treffern auf den Gegner durch die Hauptgeschütze von euch. Also ihr schießt Summe X mal, trefft damit den Gegner, also bekommt X Bänder, Abpraller, Overpens, Penetration, was auch immer, ja. Und ja, umso mehr Bänder ihr habt und wenn ihr dann eine gewisse Anzahl erreicht habt, dann bekommt ihr von euren Verbrauchsmaterialien eine Aufladung dazu. Das heißt, ihr braucht hier kein besonderes Achievement, sondern ihr müsst nur aktiv am Kampf teilnehmen und Schiffe beschießen. Einfach ausgedrückt, ja. Und dann ist das Verbrauchsmaterial einmal mehr. Da gibt es ja dann sowas wie Reparaturmannschaft, da gibt es dann sowas wie diesen Abgasraucherzeuger, also der ihr bei voller Fahrt euer Nebel benutzen könnt und so eine Sachen, um zum Beispiel zu wenden und so eine Sachen. Ja, also interessant. Nummer 2 ist die Erhöhung der Feuerreichweite der Hauptgeschütze, nachdem ihr einen Gegner ja, versenkt habt. Ne? Und da ist der italienische Kreuzer nicht schlecht drinne, denn wir haben ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal vom T10-Kreuzer ausgehen, was ja dann die höchste Tierstufe ist, die Venezia, 5 Geschütze A3 Rohre, also 15 Mumpeln. Mit den SAP-Granaten können wir keine Overpens machen, das heißt, ihr könnt auf gegnerischen Zerstörern richtig derbe Schaden reinkloppen, ja, und wenn ihr diese Zerstörer dann eben killt, ja, dann bekommt ihr dafür eine einmalige Erhöhung. Wer weiß, wie viel das ist, steht hier kein Wert, kann ein Kilometer sein, können aber auch nur 500 Meter sein, wer weiß das schon. Aber es ist nur einmal möglich, also wenn ihr jetzt 3 killt, dann bekommt ihr nicht wieder eine Erhöhung. So liest man das hier zumindest im Moment. Es ist aber eine interessante Kombination. Mehr Verbrauchsmaterial, mehr Feuerreichweite und dann Nummer 3 ist die Nachladegeschwindigkeit natürlich, das fehlt ja jetzt noch. Die erhöhte Nachladegeschwindigkeit von Hauptgeschützen und Torpedowerfern nach Erhalt der Auszeichnung Großkaliber. Das ist dann der dritte Talent. Man muss also Großkaliber bekommen und bekommt dafür dann eine schnellere Nachladezeit auf den Kreuzern. Und die Nachladezeit ist da ja wirklich wichtig, kann man ja sagen. Oder die hat da besonders eine hohe Effizienz, weil ihr habt ja eine Menge Geschütze, ihr habt ein großes Kaliber und ihr habt leider eine lange Nachladezeit. Aus Spielersicht leider, aus balancing Gründen kann man das schon nachvollziehen, denke ich. Aber ja, mit dem Kapitän könnt ihr dann eure Nachladezeit verringern. Wer weiß wie viel, ich denke mal nicht gleich 50%, das wäre ein bisschen heftig. Aber ich denke mal so 10 bis 15 bis 20% vielleicht. Ja, das ist Luigi Sansonetti. Also
ja, eine ganz spezielle Persönlichkeit, würde ich mal sagen. Mal gucken, wie der sich dann bewährt. Jetzt auch im Supertest muss man ja sehen, wie der Kapitän da so drauf ist. Da wird er sicherlich vielleicht auch nochmal verändert werden. Kann passieren. Ist ja beim französischen Kapitän genauso gewesen. Der wurde ja auch nochmal kurz vor Release sozusagen verändert. Und Update 0810 ist ja auch noch ein bisschen hin. Aber ich wollte euch den Kapitän auf jeden Fall mal nicht vorenthalten. Ich denke, ja, der wird einen Impact haben, kann man ganz klar sagen. Das ist so wie bei Kuznetsov, da sieht man ja auch immer wieder, ja, wenn da eine Kreml beschossen wird, kurz vorm Tod ist und plötzlich geht da diese Leuchtgranate hoch, das ist ja immer das Zeichen, dass jetzt diese Talente gebrockt sind und er alles gelöscht hat und so weiter. Bei dem Kuznetsov ist es ja mit dem Löschen und Wiederherstellen von Trefferpunkten und so ganzen Geschichten. Das wird dann ja hier so ähnlich sein, bloß halt auf die Nachladezeit zum Beispiel gemünzt. Deswegen, ja, lasst uns einfach mal schauen. Entscheidend ist, glaube ich, auch hier, dass diese Talente natürlich nicht in Clan Wars zählen. Aber ja, wir werden es dann sehen. Es wird weitere Informationen geben. Die findet ihr natürlich hier bei uns auf dem Kanal. Ich hoffe, dass euch dieses Video eine Info gebracht hat, die ihr vorher noch nicht hattet, dass das für euch sinnvoll war, nützlich war. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Erzählt gerne von Seacrows in eurem Clan, in eurer Umgebung weiter. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Ausblick hier bei Seacrows auf dem YouTube-Kanal. Bis dahin, euer Seacrows-Team, euer Andi. Ciao, ciao.